Fernlichtassistent ist schön, gut, ganz praktisch. Man sieht da unten, dass da ein kleines A aufleuchtet. Fernlichtautomatik. Jetzt bin ich gespannt. Heute gebe ich den GLE-Coupé ab. 230E Benzin und Elektroantrieb. Was mich aber immer stört, ist die Verkehrszeichenerkennung. Also Geschwindigkeitslimit, Änderungen. Manchmal fährst du auf der Autobahn oder irgendwo, dann haut er in die Bremsen rein, weil er denkt, dass aktuell 50 km/h erlaubt sind, obwohl nirgends ein Schild von 50 war. Natürlich könnt ihr das Ganze anpassen, wie stark er abbremsen soll, wie schnell er Gas geben soll, ob der auch in den Kurven die Geschwindigkeit anpassen soll. Das nimmt er wahrscheinlich alles über GPS und über die Landkarte. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Wem das Cruisen genügt, dem langen natürlich auch diese 2,0 Turbo Benzinmotor aus mit Hybridantrieb. Die aber erwarten, dass die auf der Autobahn ganz gemütlich 250 fahren können. Das wird ein bisschen schwieriger. Das Auto erreicht gerade mal so 200 km/h Marke, da ist es natürlich noch angenehm, aber Leute, der Motor schreit, es ist einfach nicht für ein 2,0 Liter. Das Riesenfahrzeug mit der Geschwindigkeit will es ungern bewegt werden. Was ich finde, ist einfach, dass dieser 2,0 Liter Motor einfach viel zu laut ist. Es ist kein Dieselfahrzeug, das ist ein Benziner. Sagt mir, ob das normal ist, dass die heutigen Mercedes-Modelle sich einfach so anhören. Und was mich auch nervt, nach den ersten 7000 Kilometer habe ich schon so leichtes Vibrieren gehört. Das kommt immer wieder, komischerweise aus dem rechten Bereich. Jetzt hören wir es gerade wieder nicht. Davor war es da. War eine schöne Zeit. Gestern das Auto noch schön sauber gemacht. Okay, durch die Autobahn ist es natürlich dreckig geworden. Aber schönes Teil, Mercedes AD, oder besser gesagt GLE Coupé und den großen Bruder seht ihr jetzt. Das ist jetzt zum Beispiel in der schwarzen Farbe, wir haben ein weißes geholt. Jetzt sagt mir mal, welche Farbe sieht besser aus, was gefällt euch mehr, würde mich gerne interessieren. Ja, ist schon ein Schiff. Von der Seite gefällt er mir jetzt optisch nicht so arg. Ist natürlich Geschmackssache. Von hinten, ja, sieht so leicht einem Van ähnlich aus, aber ist okay. Kann man mal machen. Da ist der wunderschöne GLS. Und jetzt schaut mal, ihr könnt ja kurz zurückspulen, wie der in schwarz aussah und wie der jetzt in weiß aussieht. Mal. Welche Farbe sieht besser aus? Ja, in weiß finde ich ihn luxuriöser, schon schöner, hübsches Auto. Ja, bevor ihr so ein Fahrzeug auch kauft, man bekommt ja solche Fahrzeuge heutzutage kaum, gebraucht auch nicht. Wenn ihr gebraucht so einen bekommt, dann zum Neuwagenpreis oder so. Aber achtet bitte auf kleine Details, ich kann es euch mal gerne zeigen. Das Fahrzeug wurde für mich angemeldet, ist ein neues Auto, aber hat auch schon ein paar kleine Mängel, was Optik angeht. Ich bin in das Auto noch nicht eingestiegen, was sieht man hier? Guck mal, Abschlürfung. Dann hier an der Seite, das Auto hat 12 Kilometer drauf, schaut mal, dass ich nicht lüge, 12 Kilometer drauf. Und schon sieht man sowas hier bei einem Auto, was knapp 200.000 kostet. Da seht ihr, ist nicht so schön. Hinten, man hat natürlich reichlich Platz. Was haben wir hier? Hinten Platz extrem, also vorne ist Platz, so wie für mich, sogar für einen größeren Menschen. Und schaut mal, wie viel Abstand und Platz ihr da habt. Hintere Sitze.
Da sieht man auch schon die Abdrücke, dass man nicht sagt, dass es von mir kommt oder so. Seht ihr? Abdrücke von den Gurten. Da ist nicht so schön, aber gut als Beweis, wenn ich das Auto mal zurückgeben sollte oder wir kaufen das Auto ab, dann seht ihr, was da ist. Man kann hier auch mit USB-C laden. Man kann die Sitze hier einklappen, einwandfrei, aber dann habt ihr keinen Kofferraum, wenn die Sitze so dastehen. Und hier ist das Schöne, dass ihr hinten auch alles verstellen könnt. Seht ihr, alles schön elektrisch. Hinten gibt es auch natürlich eine Sitzheizung. Ansonsten wunderschönes Auto und jetzt geht's ab zum Kunden. Natürlich Panoramadach. Wunderschön. Große Fläche. Speditionen und LKW-Werkstätte, aufgepasst. Wer kennt von euch das Problem, dass ihr lange Wartezeiten in der Werkstatt habt? Ihr müsst das LKW stehen lassen. Jetzt sind wir einige Kilometer gefahren, 622 Kilometer. Mit 12 Kilometer haben wir das Auto abgeholt. An sich wunderbar, richtig bequemes Fahrzeug. Es war wirklich entspannt, mit diesem Auto zu fahren. Natürlich auch durch die Massagefunktion, durch die ganzen Funktionen, was man hier hat. Hier hat man ja ziemlich verschiedene Modis. Ich kann gerne mal ein Video dazu machen. Aber erfahrungsgemäß klasse. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von ca. 13 Liter, wenn wir jetzt zum Beispiel hier drauf gehen. Gell? Wir gehen einmal komplett zurück und dann können wir auf die Information gehen und dann auf den Verbrauch. Da seht ihr, dass ich nicht lüge, weil ich habe auch getankt. Und es war tatsächlich so, dass wir ganz genau 13,6 Liter verbraucht haben auf 100 Kilometer durchschnittlich. Die Anzeige ist sehr genau, weil ich ja natürlich auch getankt habe. Jetzt so, Kamera dran gemacht. Keine Sorge, ich halte es nicht in der Hand. Sonst gibt es ja Ärger natürlich dafür. Hier habe ich auch in die Mitte so einen Gimbal gemacht. Klasse. Fahrweise super, Luftfahrwerk. Die Leistung ist auf jeden Fall genügend da, 500 Kilometer haben wir das Fahrzeug eingefahren, natürlich immer wieder ein bisschen beschleunigt, sachte beschleunigt. Mit dem Auto bin ich durchschnittlich, kann ich so sagen, circa 200 km/h auf der Autobahn gefahren, wenn nicht 220, und innerorts sind wir eigentlich kaum gefahren. Aber das könnte man so kombinieren. Viele sagen, ja, die fahren ja 160 nur oder 140. Die Autobahn war komplett frei. Daher konnte ich auch etwas schneller fahren. Ansonsten, der Kunde war genauso zufrieden. Wir haben wieder ein Topdon Phoenix Max verkauft. Mit der LKW-Version, also Speditionen, aufgepasst. Wer kennt selber nicht? Ihr habt eine Spedition. Euer LKW macht irgendwelche Probleme, ihr müsst es in die Werkstatt bringen, bekommt aber keinen Werkstatttermin. Der LKW verdient nur Geld, oder ihr verdient mit dem LKW nur Geld, wenn das Fahrzeug auch fährt. Daher haben wir aktuell sehr viele Speditionen, die bei uns so ein Gerät erwerben, Topdon Phoenix Max, mit dem LKW-Modul. Mit der LKW-Freischaltung findet ihr natürlich alles im Online-Shop auf www.ml24.shop. Und jetzt können die ihre LKW selber reparieren. Ihr könnt das Hydrauliksystem entlüften. Ihr könnt die ganzen Sonderfunktionen durchführen, die ihr bei den LKWs benötigt. Egal, ob ihr einen LKW habt, einen Bus habt, einen Stapler habt. Dies würde mit diesem Gerät funktionieren, wenn ihr natürlich die Freischaltung noch mit habt. Seht ihr auch im Online-Shop. Und ich wusste gar nicht, wie viele Speditionen es tatsächlich gibt, die mit dem gleichen Problem kämpfen, die sehr viel Geld verloren haben durch die Werkstattwartezeit. Die meisten LKW-Fahrer oder viele LKW-Fahrer sind auch selber Kfzler. Das heißt, die sind vom Fach, aber die haben kein geeignetes Diagnosewerkzeug dazu. Und da haben wir die Lösung. Ihr müsst jetzt nicht ein super teures Gerät kaufen, welches hier 8 oder 10.000 Euro kostet. Mit unserem Gerät
aktueller Zeitpunkt kostet das Gerät inklusive LKW-Version 5.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, ihr als Selbstständige könnt die Mehrwertsteuer natürlich zurückbekommen, wisst ihr ja selber. Daher nichts wie ab in den Online-Shop, verliert kein Geld. Wirklich. Verliert kein Geld mit der Wartung in einer Werkstatt. Oder ihr seid eine Werkstatt, aber habt super teure Diagnosegeräte, wo ihr Updates Haufen an Kohle bezahlen müsst. Ihr könnt genauso so ein Diagnosegerät holen, damit ihr kostengünstiger davonkommt und damit ihr eure Werkstätte damit bedienen könnt, eure Kunden bedienen könnt. Ich bin ziemlich müde. Wir sind ja nicht nur gefahren, sondern auch bei Kundschaft gewesen. Daher sage ich euch viel Spaß bei den nächsten Videos. Natürlich nicht vergessen, die Glocke einzuschalten oder auf TikTok das Plus wegzumachen. Jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Euer Mittmann Live. Ciao. Sorry, eins wollte ich noch sagen. Bei der Qualität des Fahrzeugs ist nicht diese Zentrale oder nicht die Schuld, wo ich das Fahrzeug abgeholt habe. So kam das wirklich vom Werk. Ihr habt ja selber gesehen, 12 Kilometer. Ich glaube nicht, dass die Mechaniker das so gemacht haben. Er hat sich auch entschuldigt. Daher bleibe ich euch natürlich treu. Ich liebe auch Mercedes. Finde ich geil, sieht super aus, fährt sich klasse, geiler Support und so weiter. Aber ich glaube, das Werk muss schon gucken, dass sowas nicht passiert, dass die Knicke nicht drin bleiben. Weil das Auto kostet an die 200.000 Euro, wenn nicht mehr. Das ist ein GLS 580er. Könnt ihr mal schauen, was das Auto kostet. Mit nahezu Vollausstattung. Also ich weiß nicht, was hier fehlen könnte. Außer Steigerung wäre vielleicht Maybach. Trotzdem könnt ihr so eine Qualität nicht hergeben. Es geht nicht. Die Kunden bekommen heutzutage kaum Fahrzeuge, weil Ersatzteile fehlen. Es fehlen Scheinwerfer, es fehlen viele Bauteile. Dadurch die Krise, Mercedes halt nicht alles ranbekommt. Aber das ist trotzdem ein No-Go. Ich danke, dass es geklappt hat, dass ich das Fahrzeug abholen konnte. Weil, können selber mal schauen, so ein 580er wie ich habe, den kriegt ihr nicht gebraucht. Mit so einer Ausstattung und mit dem und dem. Und wenn, dann zahlt ihr Haufen Kohle. Also in dem Sinne, alles Gute. Ciao.